Hallo, mein Name ist Elisabeth T. Spira. Das T steht für Thomas. In der vergangenen Woche haben wir einen Facebook-Freund gesucht, für Werner Fallmann aber keinen gefunden. Aber dem Werner hat das so gut gefallen bei mir in der Sendung, dass er mir jetzt mal ein paar Fragen stellen möchte. Packen wir es also. Ja, hallo. Hallo. Ja, das ist sehr spannend jetzt für mich, dass wir die ganze Sache mal umdrehen. Liebe Frau Spira, suchen Sie auch einen Freund? Nein, ich suche keinen Freund. Ich habe im Kühlschrank eine Wurst mit einem Gesicht drauf, das reicht. Sie haben eine sehr tiefe Stimme. Warum? Weil Sie so viel rauchen? Ich rauche, aber ich bin auch erkältet. Der moderne Raucher stirbt nicht mehr an Krebs, er friert vor der Tür. Wer ist Manuel? Was? Naja, im ORF-Zentrum auf der Tür zur Sendeleitung steht groß drauf, Tür öffnet Manuel. Wer ist das? Ist das einer von uns oder von den Schwarzen? Nächste Frage. Moment, hab's mal aufgeschrieben. Vergessen. Kann passieren. Ah ja, sind Sie aufgeregt, weil Sie mir gegenüber sitzen? Ich bin schließlich Ihr Kanzler. Greifen Sie mir meine Hand an. Spüren Sie, wie kalt Sie mich lassen? Ja. Zwei Fragen haben Sie noch. Frau Spira, wollen Sie auch einmal Schmetterlinge im Bauch haben, wie die Leute in Ihrer Sendung? Wenn ich Schmetterlinge im Bauch haben will, stecke ich mir eine Raupe in den Arsch. Treiben Sie Sport? Nein, aber ich habe in der Früh überlegt, Kalorien zu verbrennen. Darum habe ich in der U-Bahn ein dickes Kind angezündet. Letzte Frage. Wenn die Polizei zu mir sagt Papiere und ich sag Schere, habe ich dann gewonnen?